Hast du oft Sex? Ist es bei euch auch so? Ich betrüge meinen Freund, er verzeiht mir das. Du kannst nackt in deiner Wohnung rumlaufen, was by the way sehr geil ist. Gefühlskalt irgendwie wirke oder beziehungsweise so wirke, wie wenn es mir am Arsch vorbeigeht. What's up und herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu diesem neuen Video. Und zwar machen wir ein Style and Talk. As you can see, bin ich ungeschminkt und ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Es ist einfach fucking 19 Uhr. Entschuldigung, solche Kraftausdrücke brauchen wir hier nicht. Jedenfalls habe ich euch auf Instagram die Aufgabe gestellt, mir ein paar Fragen zu stellen und wir quatschen jetzt einfach da ein bisschen drüber. Ich check gerade überhaupt nicht, was ich mache. Kennt ihr das, wenn ihr so euer Handy öffnet und vor allem, wenn ihr Instagram öffnet und auf einmal so überhaupt keinen Plan mehr habt, was ihr eigentlich gerade machen wolltet? So, erste Frage. Hast du oft Sex? Nö. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht mal wann. Ich glaube, ich wechsle mal die Perspektive, weil habt ihr, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, ich weiß nicht, ob ich nicht ganz dicht bin, aber man sagt ja, jeder Mensch hat eine Schokoseite. Bei mir ist aber, ist nicht Schokoseite und keine Schokoseite, sondern ich bin von der Seite einfach ein komplett anderer Mensch als von der. Ich finde, ich sehe hier viel besser aus als hier. Ist es bei euch auch so? So, um 19 Uhr sich mal schminken, nur damit man sich später wieder abschminken kann. Ja, läuft auf jeden Fall. Ich habe mir gerade hier vorne zwei Extensions rausgemacht. Leute, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf Extensions, sage ich euch ganz ehrlich. Ich will am liebsten einfach nur meine echten Haare haben und so durch die Haare durchgehen. Aber ich habe mir ja meine Haare abgeschnitten. Meine echten Haare sind jetzt hier. Und das steht mir nicht. Und da ich sie ständig blondiere, wird es halt auch nicht besser, gell? Also, wir fangen an. Ich liebe diese Foundation. Die ist echt richtig geil. Die ist von Charlotte Tilbury. Grundsätzlich, also ich stehe da irgendwie auf der PR-Liste. Voll geil ist. Grundsätzlich alle Produkte, die mir bis jetzt zugeschickt wurden von Charlotte Tilbury, finde ich unnormal geil. Also absolute Empfehlung. Und die mische ich mit dieser NYX Foundation. Das, was ich jetzt gleich in mein Gesicht mache, ist auch nicht meine Hautfarbe. Wir haben jetzt hier drei verschiedene Farben von Make-up. Das ist von Maybelline Dream Radiant Liquid. Es wird einfach nie. Ah, das ist scheiße, das ist zu dunkel. Oder? 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 Machen wir noch ein bisschen Charlotte. So. Struggles und Positives am Alleinewohnen. Erstens, dass man alles alleine zahlen muss. Obviously. Vor allem auch, guck mal, wenn man zum Beispiel eine Beziehung hat und da in so eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung zieht, aber dann zahlt man halt einfach nur die Hälfte. Und WG natürlich genau das Gleiche. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, ich glaube, ich bin irgendwie aus dem Alter raus, wo ich in einer WG wohnen würde. Ich denke, am Anfang, als ich nach Köln gezogen bin, glaube ich, wäre das geil gewesen, weil dann hätte ich mich safe nicht so oft alleine gefühlt. Ich denke, das wird in Berlin auch noch kommen. Keine Ahnung. Ich bin bei Lisa zu Hause übrigens. Und Lisa hat zwei Katzen. Und ich habe immer, wenn ich mich schminke, diese ganzen Katzenhaare im Gesicht, dass es so juckt. Und dann muss ich immer... Hä? Oh nein, bitte nicht ins Auge. Gestern habe ich mir anscheinend so viel Make-up ins Auge geschmiert, dass ich ungefähr eine halbe Stunde lang geweint habe und mich nicht mehr weiter schminken konnte. Ja, ansonsten ist halt wirklich das, so dieses, dass man sich alleine fühlt. Vor allem, wenn man halt in eine neue Stadt zieht, glaube ich, dann ist es nochmal was anderes. Und passt die Foundation zu meinem Körper? Absolut nicht. Einfach nein. Dann haben wir Too Faced Concealer, der, glaube ich, zu hell ist. Oder mein Make-up zu dunkel, man weiß es nicht. Kommen wir zu den positiven Dingen, warum alleine leben einfach so geil ist. Also erstens bin ich sowieso ein Mensch, ich brauche so einen Rückzugsort, weil ich so, ich weiß nicht, ich brauche irgendwie so Zeit, um meine sozialen Fähigkeiten wieder aufzuladen. Und es fällt mir unnormal schwer, irgendwie 24 Stunden von Menschen umgeben zu sein, ohne dass ich irgendwie so mal meine Ruhe habe. Aber ich glaube, wenn es jetzt so eine große WG wäre, wie jetzt zum Beispiel bei Sandy, bei der, ich sag mal, ich nenne es einfach YouTube-WG, dann glaube ich, wäre es nicht so ein Stress, weil das ist tatsächlich echt geil, weil jeder hat so voll das große Zimmer, die haben ein großes Haus, die haben einen Garten und so. Ich glaube, bei sowas könnte ich mir das schon besser vorstellen, weil dann kannst du alleine sein, wenn du alleine sein willst. Hast halt auch Leute da, wenn du gerade nicht alleine sein willst. Positiv ist auch noch, du kannst machen, was du willst, ohne dass es irgendwer mitbekommt. Das klingt irgendwie weird. By the way, Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish Micro Powder. Sehr, sehr geil auch. So, was gibt's noch Positives? Du kannst deine Wohnung, dein Haus, whatever, so einrichten, wie du gerne möchtest. Du musst niemanden fragen, du kannst alles alleine entscheiden. Du kannst nackt in deiner Wohnung rumlaufen, was by the way sehr geil ist. Und Partner, mit seinem Partner zusammen wohnen. Ja, also ich habe ja lange mit meinem Ex zusammen gewohnt. Das ist halt dann irgendwann so, ne? Ich glaube, da kommt man nicht
drumherum, dass man irgendwann zusammenzieht. Sollte man Pickel ausdrücken oder einfach lassen? Was ist so deine Meinung? Tatsächlich wird mir immer gesagt, und ich mache das auch so, seitdem ich so krass Akne hatte und die eh nicht mal ausdrücken konnte, weil wenn ich das versucht habe, dann habe ich angefangen zu weinen, weil das einfach so wehgetan hat, weil die halt so entzündet waren und so. By the way, das ist jetzt von Kaya Cosmetics, diese Contouring-Palette, und da benutzen wir den Highlighter. Und ein bisschen hier und hier und hier und hier. Einfach überall. Ja, einfach lassen. Ich würde es tatsächlich lassen, weil du ansonsten Narben davon kriegst. Und Narben sind halt nicht geil. Und wenn du es ausdrückst, dann nur mit einem Zewa. Also vorher Hände waschen, dann ein Zewa. Und wirklich nur mit dem Zewa, weil ansonsten drückst du da halt Bakterien mit rein und sowas. Boah, ich kann das auch gar nicht sehen bei anderen Leuten. Kennt ihr diese Leute, die... Diese Leute wahrscheinlich ist die Mehrheit. Der dem Partner oder anderen Leuten gerne Pickel ausdrückt und sowas. Ich krieg's kotzen. Ich könnte das niemals. Egal, wie sehr ich die Person liebe, egal. Ich würde denen niemals einen Pickel ausdrücken. Okay, niemals stimmt nicht. Ich glaube, ich habe meinem Ex-Freund bestimmt schon mal einen Pickel ausgedrückt, weil er das so wollte. Aber ich habe es auf jeden Fall nicht gern getan. Und ich habe mich sehr dagegen gesträubt. Wir sind übrigens immer noch bei der Contouring-Palette. Selbstbefriedigung ist das nächste Thema. Wann sollte man mit Selbstbefriedigung anfangen? Keine Ahnung, wenn dir danach ist einfach. Ich habe tatsächlich, glaube ich, echt spät damit angefangen. Also ich habe es immer mal wieder so ein bisschen probiert. Und ich habe dann auch immer meine Mädels so gefragt, so hey, was macht ihr so, um euch selbst zu befriedigen? Ich glaube, ich hatte sogar Sex, bevor ich mich selbst befriedigt habe. Was eigentlich dumm ist, weil eigentlich sollte man seinen Körper erstmal selber kennenlernen, bevor man mit jemand anderem schläft. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Das war halt einfach irgendwie so. Das hat man irgendwie nicht so gemacht. Und ich habe mit niemandem drüber geredet. Und irgendwie redet auch grundsätzlich keiner drüber. Bei Frauen, ne? Bei Männern ist es ja ganz normal, aber bei Frauen redet da irgendwie keiner drüber. Ich habe mir Pornos angeguckt, wie Frauen sich selbst befriedigen, also mit dem Finger und sowas, und ich habe das auch probiert und ich muss ehrlich sagen, das ist nichts für mich. Ich dachte dann auch immer so, ja, keine Ahnung, ich bin halt einfach kein sexueller Mensch, das macht mir halt einfach keinen Spaß, so grundsätzlich Sex oder Selbstbefriedigung oder so. Aber ich habe einfach die falschen Sachen ausprobiert und das Problem ist halt wirklich, dass kein Mensch darüber redet und ich immer dachte so irgendwie, mit mir stimmt was nicht, weil bei jedem anderen, also jede Freundin hat mir irgendwie so erzählt, ja, sie macht da so ein bisschen mit dem Finger und mit der Hand und keine Ahnung und dann kommt sie. Und ich dachte so, ich habe sie wirklich gefragt, ich so, was genau machst du, weil bei mir ist das nicht so. Oder auch Freundinnen, die dann so gesagt haben, ja, sie kommen einfach ganz normal beim Sex und ich dachte so, ich will das auch haben. Ich habe dann irgendwann den Satisfier ausprobiert und den Womanizer und das, Girls, hat mein Leben verändert, wirklich, das ist das Beste. Also wenn ihr auch irgendwie so Probleme habt, beim Sex zu kommen oder mit normaler Selbstbefriedigung, dann kann ich euch den absolut empfehlen. Ich habe das, glaube ich, schon so, so oft gesagt. Ich glaube, ich sollte irgendwann dafür bezahlt werden, dass ich Werbung dafür mache. Aber ich finde es einfach so wichtig, weil ich weiß, wie ich mich früher gefühlt habe. Ich habe mich so falsch gefühlt einfach. Ich dachte die ganze Zeit, mit mir stimmt irgendwas nicht, weil bei allen anderen ist es ja auch normal. Aber je mehr ich mich darüber informiert habe und je mehr ich gelesen habe, also fast jede zweite Frau kommt nicht zum Orgasmus. Also es sind wirklich, wirklich viele. Und falls es dir auch so geht, du bist normal und es ist völlig in Ordnung. Du musst einfach nur herausfinden, was für dich gut ist und was dir Spaß macht. Womanizer. Wirklich absolute Empfehlung. Und ich rede gerne über sowas, damit ihr euch nicht so alleine fühlt wie ich damals mit 20, ja? Wann habe ich angefangen mit Selbstbefriedigung? Ich glaube echt, dass ich 20 war. Also so richtig, dass es dann auch funktioniert hat und dass ich dann auch wusste irgendwie, dass ich Sachen ausprobiert habe und sowas. Ich glaube echt, dass ich 20 war. Es war echt spät. Wir machen jetzt einen Eyeliner. Es ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich nicht so nah an den Spiegel ran kann. Also ich gucke, hier vor mir ist der Spiegel und ich gucke so gerade in den Spiegel rein und versuche jetzt hier einfach, also hier praktisch diese Linie nachzuzeichnen. Oh Gott, das habe ich ja voll verkackt. Scheiße. Zu meiner Verteidigung brauche ich eigentlich eine Brille und es ist echt weit weg. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt sehe ich erstmal, was ich da fabriziert habe. Gottes Willen. Ist das mein Ernst? Das Ding ist, wenn ich meine Augen zumache, dann sieht mein Eyeliner komisch aus. Guck.
als habe ich mir den ganzen Eyeliner an die Nase geschmiert. Ist das mein Ernst? Der Grund dafür ist, dass meine Augen so ein bisschen nach unten gehen. Und wenn ich das praktisch hier so ein bisschen höher zeichne, hier hinten, und dann beim gerade gucken, dann ist es eine Linie. Wenn ich das wie einen normalen Lidstrich, wie andere normale Menschen das mache, zeichne, dann sieht es bei mir komplett scheiße aus und dieser Strich hier geht dann irgendwie nach unten. Also, Katastrophe ist es. Hat eine Beziehung noch eine Chance, wenn einer betrogen hat? Also ich sag's euch ganz ehrlich, nö. Und ich habe das ganz hart lernen müssen und lasst euch das mal gesagt von einer Person, die in jeder Beziehung, in der sie war, betrogen wurde. Und auch jedes Mal wieder so dumm war und trotzdem zurückgegangen ist. Bis auf eine Beziehung, der hat mich nicht betrogen. Ach, Angel Eyes Mascara von Art Deco. Ich habe euch die mal gezeigt. Ich habe mir so ein Unboxing gemacht von einem Paul Valentine Adventskalender, glaube ich, war das. Und da war die drin. Und seitdem bin ich so verliebt in diese Wimperntusche. Die ist einfach richtig, richtig geil. Aber zurück zum Thema, zurück zur Frage. Ich glaube tatsächlich, wenn eine Person einmal betrügt, dann geht die Person der Person immer wieder fremd. Also, for example, ich betrüge meinen Freund, er verzeiht mir das. Klar, die erste Zeit wird es definitiv nicht mehr passieren, aber lass ein Jahr vergehen, lass zwei Jahre vergehen, dann werde ich den immer wieder betrügen. Es ist einfach so. Und ich meine jetzt nicht, dass ich so bin, sondern ich meine einfach grundsätzlich habe ich die Erfahrung gemacht. Wenn mich jemand betrügt, dann weiß ich, wird der mich immer wieder betrügen. Weil da einfach eine Grenze überschritten worden ist, wo es halt kein Zurück mehr gibt. Und ich glaube auch irgendwie, die Hemmschwelle ist halt dann einfach nicht mehr da. Also weißt du, weil dann hat man den schon betrogen und man ist damit durchgekommen, mehr oder weniger. Weil der andere das einem ja verziehen hat und dann war es ja auch nicht so schlimm mäßig. Und ich glaube, deswegen wird es dann immer wieder passieren. Ich sag nicht, dass die Person grundsätzlich dann jedem fremd geht, aber also wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue Beziehung habe, dann, ich beziehe es jetzt einfach mal auf mich, dann heißt das nicht, dass ich der Person auch fremd gehe, aber ja. Deswegen habe ich, um das abzuschließen, gelernt, es gibt keine zweite Chance bei mir. Einfach weil ich gelernt habe aus der Vergangenheit, dass es nichts bringt. Da ist dann was kaputt, das kannst du nicht mehr zurücknehmen, das kannst du nicht wieder heilen. Egal, ob die Person mich anlügt oder mich betrügt, das ist für mich genau das Gleiche. Gibt es keine zweite Chance mehr, gar nicht. Alter, sehen meine Wimpern scheiße aus. Also ich glaube sowieso, dass es gar nichts bringt, wenn eine andere Person dir sagt, nee, mach es nicht und verzeih es nicht und das ist dumm und keine Ahnung. Weil ich persönlich finde, man muss selber oft genug auf die Schnauze fallen, um das zu verstehen. Ich raste gleich aus. Was ist das? Bäh. Nie wieder mache ich Lash Extensions. Ja, watch me, in 6 Monaten habe ich wieder welche. Machen wir uns mal nichts vor hier. Ich finde einfach, man muss seine eigenen Erfahrungen machen. Und es gibt nicht umsonst diesen Spruch, man lernt nicht, dass Feuer heiß ist, ohne es anzufassen. Und ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich würde mir nie von irgendjemandem sagen lassen, mach das nicht, tu das nicht, weil das ist nicht gut. Oder du wirst dich verletzen, wenn du darunter springst. Ich bin so ein Mensch, ich muss dann darunter springen, damit ich kapiere, ah, das tut weh. Also wisst ihr so, ich mache irgendwie immer so Learning by Doing. Der einzige Weg, dass ich irgendwas in mein Hirn reinkriege. Ich habe Botox in der Stirn. Hier. Dass die Falten nicht so tief werden, gell? Und guck. Ich kann einfach nicht so machen. Aber ich kann auch böse gucken. Weil die Falte hier habe ich überhaupt nicht und ich wollte nicht, dass mein ganzes Gesicht einfach so fest betoniert ist. Und deswegen will ich diese Gestik brauche ich noch, damit ich so gucken kann. Was laberst du? Ich habe schon in letzter Zeit, nein, obwohl nur von einer Person, eine Ansage bekommen, weil ich so scheiße bin im Zurückschreiben und ich dann immer so gefühlskalt irgendwie wirke oder beziehungsweise so wirke, wie wenn es mir im Arsch vorbeigeht. Das ist, by the way, sonst vergesse ich das, die Farbe 880 Caramel Crush von Maybelline Superstay 24 Hours. Das Problem ist, ich bin irgendwie mittlerweile schon so gewohnt, alleine zu sein, dass es mir schwer fällt, mit jemandem eine längere Zeit Kontakt aufrechtzuerhalten und halt dann auch wirklich so
keine Ahnung, mich zu melden, obwohl ich keinen Bock habe vielleicht gerade, oder halt mich auch für den anderen zu interessieren, obwohl ich keine Zeit dafür habe und solche Sachen halt, ne, die man halt so macht. Okay, that's the fertig Look. Dann haben wir noch von Charlotte Tilbury. Ich liebe diese Marke, ohne Witz. Airbrush Flawless Setting Spray. Das ist das beste Setting Spray ever. Tada! Donnerstag habe ich einen Friseurtermin. Und dann machen wir meine Haare ein bisschen dunkler, I guess. Dunkler und wieder grau und so. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen drehe ich ein Video mit Annika. Da kommt ein Girls Talk. Also es wird richtig, richtig cool. Ich freue mich voll auf das Video. Ihr dürft sehr gerne den Kanal abonnieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Teil der Gang werdet. Natürlich auch das Video liken. Das signalisiert mir dann einfach, dass euch der Content gefällt. Und dass ihr vielleicht mehr solcher Videos sehen wollt und selbstverständlich auch kommentieren, weil das macht am meisten Spaß. Wenn man so lange so ein Video filmt und dann schneidet und sowas, dann ist es eigentlich... Ah, oh, Melli ruft mich an. Moment. Hello! Hola! Hm. Wo muss ich hin und wo muss ich klingeln? Bist du da? Ja, ich glaube schon. Okay, warte ganz kurz. Sag mal Tschüss zu meinem Video, zu meiner Community. Ciao. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. I thought that we had something special. I thought I handled this so well. I know we had the right intentions. But somehow it came to an end.